Uwe Schneider fordert Klaus Augenthaler heraus. Uwe Schneider trifft rechts unten. 2 Punkte für Uwe Schneider. Zweiter Schuss, zweiter Treffer. Uwe Schneider erhöht auf 4 Punkte. Punktestand: Uwe Schneider 4, Klaus Augenthaler 0. Zweiter Versuch. Oh, das war knapp. Und letzter Versuch von Klaus Augenthaler. Und er trifft. Punktestand: Uwe Schneider 4 Punkte, Klaus Augenthaler 2. Uwe Schneider trifft links oben und bekommt 4 Punkte dazu. Zweiter Versuch. Auch dieser wird versenkt. Alle drei links oben versenkt. Somit hat Uwe Schneider 16 Punkte, Klaus Augenthaler 2. Zweiter Versuch links oben Augenthaler. Und er trifft und erhöht seinen Punktestand auf 6 Punkte. Oh, das war knapp, aber leider nichts. Somit haben wir einen Punktestand von Uwe Schneider 16 Punkte, Klaus Augenthaler 6. Souveräner Schuss, Uwe Schneider 19 Punkte. Also kein guter Gastgeber. Weitere 3 Punkte für Uwe Schneider. Und der letzte Versuch für unten links. Und er versenkt den dritten auch. Somit Uwe Schneider 25 Punkte, Klaus Augenthaler 6 Punkte. Und der zweite leider auch daneben. Letzter Versuch für Klaus Augenthaler unten links. Und er versenkt ihn. Somit haben wir einen neuen Punktestand. Uwe Schneider 25 Punkte, Klaus Augenthaler 9. Souverän rechts oben. Versenkt. 5 Punkte für Uwe Schneider. Hinter die Punkte ist also rot kreis, und drauf tut man nicht draußen. Das will ich noch abbringen, ein Schuss ist ein Rekord. Ich bin immer zum Halten. Die Kette los. So wie er spielt. Ich glaube, es war echt auch nicht so. Oh, schade. Und der letzte Versuch. Und
Und er trifft. Somit haben wir einen neuen Punktestand. Uwe Schneider 35, Klaus Augenthaler 9. Zweiter Versuch für Klaus Augenthaler. Und er versenkt ihn. Und der letzte Versuch für oben rechts. Auch diesen versenkt er. Somit haben wir einen 9-Punkte-Stand. Uwe Schneider 35, Klaus Augenthaler 19. So, jetzt kommen wir zum Centerloch. Sollte dieses Uwe Schneider treffen, verdoppelt er seine Punktezahl von 35. Und er verdoppelt sie auf 70 Punkte. Zweiter Schuss zu verdoppeln sind jetzt 70 Punkte. Oh, schade. Und jetzt der dritte Versuch. Und er verdoppelt seine Punkte von 70 auf 140 Punkte. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Klaus Augenthaler hat im Moment 19 Punkte. Sollte er das Center einmal treffen, verdoppelt sich sein Punktestand auf 38. Trifft er ein zweites Mal, verdoppelt er sich wiederum auf 76 Punkte. Wenn er das Center dreimal trifft, hat er somit 152 Punkte und könnte mit seinem allerletzten Schuss das Spiel drehen und somit Uwe Schneider besiegen. Ah, schade. Somit hat Klaus Augenthaler leider seine Chance auf den Sieg verspielt. Jawohl, aber er verdoppelt seine 19 Punkte auf 38. Letzter Versuch für Klaus Augenthaler. Und auch dieser Schuss ging daneben. Schade. Somit haben wir einen Endstand von 140 für Uwe Schneider und 38 Punkte für Klaus Augenthaler. Gratulation an Uwe Schneider und danke fürs Zuschauen.